So, einmal alle voll heilen. Und dann hoffe ich, dass ich es da hinten links hinschaffe. Ich muss hier ja irgendwie weiterkommen. Knackt. Alles knackt. Kacke. Der eine Hase, da sitzt saukacke da. Und die sind, die wollen... Ja, ich muss da hin. Ich runne jetzt einfach von Anfang an und dann buddel ich direkt nebendran. Was ist es nur ein Whole Chicken? Ich habe gedacht, das wäre... Ah, ich wollte mal so ein Ding ausprobieren. Weil die fliehen ja von mir. Chicken? Fragezeichen. So, Mock. Wäre ja schön, wenn die wenigstens ein bisschen schwächer wären, wenn die schon vor mir flüchten. Chicken runs away. Wow. Wow. Jetzt bin ich aber beeindruckt. Dino Melon Soda. Komm schon. Ich brauch doch... Komm schon, Key. Ah, ich habe hier Key. Oh mein Gott. So. Die Spannung. Hä, habt ihr das da oben? Habt ihr diese Haken gesehen? Das sieht so ein bisschen aus, als ob da Kadaver von... Oder als ob da so Hühnchen hängen würden, die schon gehäutet wären. Die Wände sehen auch richtig nach Miet aus. Und alles, was da so rumfließt, sieht wie Blut aus. Das ist nicht nur meine Vorstellung. Oh, oh. Wow. So, was kann ich denn hier zum Beispiel irgendwas machen? Ich könnte ja mal machen, dass das jetzt das... Nee, das runnt immer away. Ich brauche so, brauch irgendwas, was den festhält. Komm in der Mitte. Watermelon Juice, ja. Hol Pizza. Oh nein! Spoon! Och nö. Ich hasse dieses Dino-Ding. Ich habe nicht gedacht, dass ich das sagen würde, weil ich liebe normalerweise solche Sachen. Aber nein, ich hasse es. Ich hasse es. Ich bin so frustriert gerade. Oh mein Gott. Ah! Es muss ja da sein, wo ich weiterkomme. Du findest es cool. Findest du cool, dass ich frustriert bin? Oder findest du es cool, weil du... Warum findest du es cool? Ist halt eher die Frage. Ich find's ärgerlich. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es der richtige Weg ist. Das Konzept ist cool, ja, aber... Auf Stream ist nicht so geil. Ja, eigentlich will ich einen Silver Spoon, aber ich habe nicht genug Dino-Dollars. Habe ich überhaupt genug Dino-Dollars für irgendwas? Auch nicht genug Dino-Dollars für. You wanna buy plastic? Wahrscheinlich auch nicht genug. Nein, natürlich habe ich keinen einzigen Dino-Dollar mehr. Null Dino-Dollar, wow. Ich will einfach nur einen goldenen Dino. Ich will einen goldenen Löffel. Nehmt einfach all mein Geld. Skycrack ist einfach von Natur aus böse. Kann man nichts machen. Dino-Testing. Ich frage mich halt, ob das wirklich der richtige Weg ist. Oder ob ich hier einfach nur Blödsinn gerade mache. Potato-Spoon. Vielleicht war ich... Vielleicht kaufe ich mir... Nächstes Mal kaufe ich mir keinen Spoon. Ich habe jetzt eine Taktik. Ach, der ist böse. Ach komm, dann greife ich den direkt einfach mal mit allen an. Ich habe sowieso nur 5-mal, wo ich buddeln kann. Ja, 125 Schaden. Pipifax. Hä, nur 94 mache ich den. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet hier. Noch nicht, kriege ich den nicht in der ersten Runde kaputt.
Jetzt bin ich aber schwer enttäuscht hier an der Stelle. Ja, natürlich greift er jetzt einmal, wo er den anderen angreifen soll, greift er natürlich nicht an. Wäre jetzt auch zu schön gewesen an der Stelle. Ja, der macht natürlich nur Ricochet auf den, weil ich den ja auch wollte, dass er Ricochet auf den macht. Ach Mann. Was, der ist direkt gestorben? Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der hat doch viel weniger Schaden gekriegt. Aber okay. Die SS-Snake. Sadistic Sodomie-Snake. Boah, ich gehe immer noch hier. Die Level sahne ich mir ab. So, Dino-Dollar. Ich will Dino-Dollar. Ich will keine Items mehr. Dino-Dollar, habe ich gesagt. Ich will Dino-Dollar. Gib mir Dino-Dollar. Gib mir jetzt Dino-Dollar. Wow, ich habe den Pyramiden-Key. Den will ich gar nicht. Ich will einen Dino-Dollar. Ja, I love Thomas. Bitte erklär mir, warum du jetzt Tomaten killst. Das ist Mord an die eigene Gesellschaft. Sorry, Tomatenschlangen. Das sind doch gar keine Tomatenschlangen. Das sind doch Erdbeerschlangen. Das ist dann wiederum kein Anschlag hier an die eigene. Ich bin kein Kannibale. Ja, den Key will ich jetzt sowieso aufheben. Will mir Dino-Dollar sammeln, sodass ich mit einem 20er direkt am Anfang durch kann. Genau. Ach, ich habe immer. Muss immer abspeichern. Ihr müsst mich daran erinnern, Leute. Dass ich hier immer abspeichere, weil. Wenn ich in dieser Pyramide einmal sterben werde, werde ich mein Leben so hart verfluchen. Aber ich gucke mich mal nochmal um, ob ich vielleicht irgendwo was übersehen habe hier auf der Karte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gehen wir mal 5 Sekunden irgendwo anders hin. Weil wir waren... Oh, doch, ich habe was übersehen. Hier ist noch eine Melone. Die habe ich übersehen. A Donut. Wo geht's hier nochmal lang? Ja, Orange Man, das haben wir ja schon gemacht. Das war ja eine kleine Nebenquest. Ja, das ist cool. Wenn ich darf, steht in meinem Kodex drin. Also Erdbeeren darf ich auf jeden Fall umbringen. Ist gar kein Problem. Pluto. Ich glaube aber, ich hab da. Ich glaube, ich hab's. Außer der Dino da oben, mit dem ich sprechen kann, aber nicht weiß, wie ich mit dem sprechen soll. Was will der überhaupt? Habe ich mit dem schon... Ah, Nuts, I'm on Dino Dollar, shy from a silver spoon. Oh, ich würde dir ja einen Dino Dollar geben. Ja. Ich kaufe mir nämlich keinen Dino-Dings da jetzt. Ich hätte gern goldenen Level. Ja, Potato Spoon. Potato Spoon. Da muss ich aber gleich mal gucken. So, ich weiß nicht. Sind die Items immer gleich irgendwie? Ah. Guck, das sieht eher wie so eine Strawberry Snake aus. Power Hit. Skill. Ricochet. Und dann nochmal attacken. Snake. Ritter der Erdbeeren. Snake. Ich habe mich eigentlich schon voll gefreut, mit meinem neuen Mikro voll viele Stimmen zu machen und hier coole Sachen zu anderen Stimmen halt zu machen. Und jetzt muss ich hier meine eigene Stimme die ganze Zeit nur benutzen. Und das nervt mich. Weil ich mich gefreut habe, mit meinem neuen Mikro ein bisschen anzugeben. Ah, ich muss... Ah, wir sind wieder 10. Cool. Und ich muss mal gucken, wie man so diese Dinge einrichtet.
mit diesen Channel Points und dann könnt ihr irgendwelche Geräusche zwischendrin abspielen lassen. Das muss ich mal gucken, wie man das macht. Vielleicht könnte das auch mein absolut liebreizender Mod Skycrack mal während des Dings versuchen rauszufinden, wie man so Töne abspielen lässt. Manchmal, das kann man nämlich irgendwie machen bei Twitch, aber ich weiß nicht wie. Da kann man zum Beispiel Ausrufzeichen, Explosion oder so eingeben und dann explodiert. So, Rahmen. Another spoon bites, das da. Another spoon bites, das da. Zweistellig! Ich glaube, wir waren heute schon mal zweistellig. Also nicht, dass es nichts Besonderes ist, aber ich glaube, wir waren heute schon mal zweistellig, Leute. Ich kann jetzt in mein Mikro flüstern. Hallo Mädchen! Ist das schön unangenehm? Ich glaube, das ist unangenehm, vor allem, wenn man es mit dem Kopfhörer hört. Ich kann auch so komische Geräusche jetzt in meinem Mikrofon machen. So ASMR-mäßig, aber ich mag das nicht, deswegen mache ich das nicht. Deswegen nerve ich euch auch nicht damit. Ist doch schön. Ganz ehrlich, die müssten schon längst hier langsam Karies kriegen, die Kinder. Was habe ich hier überhaupt? Was war das da nochmal? Was sagst du? Surface of the World is shimmering. Ah, ne, da bin ich woanders. Jetzt muss ich noch hier King Leute kämpfen. Schwedisch. Boah. Seht ihr, so sieht das aus, wenn die Gegner normal sind. Dann kriegen die halt einfach 148 Damage von mir. 216 Damage und sterben dann direkt. So sieht das normal aus. Nicht so mit den... mit dem 5000 und die metzeln mich ab wie geschnetzelt ist. So, ich guck mal, wie viel Dino-Dollar ich hab. Welcome to Dino-Shop. It says you have... Nee, ich brauch noch mehr. Ich brauch mehr Dino-Dollars. Damit ich mir einen silbernen Spoon kaufen kann. Oh! Das wird bestimmt die unterhaltsamste Folge im ganzen Jahrhundert, die ich jemals bei Omori hatte. Eigentlich hätte ich das hier... Aber der Titel vom Stream, der passt schon perfekt, ne? Graben, bis der Arzt kommt. Ich habe ja nicht gedacht, dass es so perfekt passt, aber... schon. Habe ich das gemacht? Komm, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen, Snake. Snake, Snake, Snape, Snape. Snape, 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 Snape. Noch ein Dino-Dollar. Aber ich glaube, ich habe nur 9 jetzt. Ich glaube, ich brauche noch einen. Dann können wir weiter. Und dann schaffe ich es vielleicht endlich mal, durchzukommen. Vielleicht sollte ich auch die Pyramid Keys jetzt dann immer aufheben. Aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Nur der erste bringt irgendwie was, oder? Oder denkst du da jetzt gerade was Falsches? So, do you remember the rules? Ja, ich erinnere mich noch an die Regeln. Bitch. Der macht so viel Geld gerade an mir. Weißt du, hat so ein bisschen was im Keller rumfliegen gehabt. Vergräbt so ein bisschen was im Boden. Und dann kriegt er da super viel Geld aus mir rausgeschlagen. Kapitalisten-Dino. Wie der schon aussieht. Bonzi McBonsbons mit seinen High-Fash-Klassen. Das sind bestimmt Gucci-Sonnenbrillen, die der hier hat. Weil hier ist... Ich bin nicht das erste Kind, das hier gestrandet ist. Was versucht sich durch ein paar... mit ein paar Dino-Dollars hier... weiterzuarbeiten. Big Spoon down. Ja, danke. Jetzt kann ich mir endlich den... Silberne kaufen. Oh. Ja. You wanna buy a silver spoon? Yes. So. Ich hoffe auch, dass ich ein Lot of Treasure finde. Ja, Dinos. Der eine Dino ist so süß mit der kleinen... mit der kleinen Spitzhacke. Und das ist goldig. So. Bin ja richtig unter Stress, dass ich das jetzt hier mal endlich schaffe.
will euch auch nicht zu lange aufhalten mit dem Mist hier. Wo war das nochmal? Es war doch die Celery, der war doch letztes Mal. Ah nein! Damn you! Ja komm, Skill. Mood Wrecker. Ne, nicht Mood Wrecker. Ich mache mal Mood Wrecker, das bringt gar nichts. Ricochet. Das bringt was. Und dann nochmal attacken. Und dann hoffen wir, ich sterbe nicht direkt. Wir beten. Oha. Kell haut gut rein. Und der heilt sich auch nochmal gut. Sehr schön. Aber Defense ist gefallen. Ein Hero macht gar keinen Schaden. Hero pustet den Gegnern immer so kleine Küsschen zu. Und das ist dann der Schaden, den sie kriegen. Einfach durch Charme. Charmschaden nennt man das auch. So, jetzt sind wir, glaube ich, gegen Bunny, oder? Aber der Bunny ist stärker. Das haben wir ja schon herausgefunden. Oh, der macht keinen Damage. Dann Skill Mock. Skill Mut. Ne, nicht Mutbreaker. Oh, Power Hit. Skill Ricochet. Dann scheren wir mal Food. Wer könnte denn gleich sterben? Dann machen wir einfach mal Kill. Nein, und er hat sich um genau das geheilt, was wir ihm gefühlt jetzt diese Runde zugefügt haben. Juhu. Wenigstens hat er keinen weh getan. Hat ja auch seine Vorteile hier. So, dann nochmal Ricochet. Und dann hauen wir auch mit Hero drauf. Okay, das Fancy Ball Trick. Ich hätte es ja auch irgendwie ganz schön gefunden, wenn jemand im Spiel mit einem Jojo gekämpft hätte, aber da bin ich jetzt vielleicht zu sehr auf der Mother-Seite. Einer ist nur tot geworden. Nur einer. Exploit. Last Resort. Dazzle. Okay, und der am wenigsten gut gelevelt ist, der ist natürlich gestorben, was auch klar ist. Weil wenn er immer stirbt, kriegt er keine Experience und dann kann er auch... War das nicht letztes Mal? War es nicht hier? Nee. Oder war es doch da und ich habe mich jetzt einfach... Und es ist wirklich jedes Mal woanders. Es war auf jeden Fall bei Lauch, glaube ich. Hier ist auch noch Lauch. Ach, ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Power Hit. Ricochet. Guard. Dass Ingwer so hart sein kann, das wusste ich nicht. Wobei, eigentlich wusste ich das auch schon. Kennt ihr immer, wenn man sich Ingwer kauft? Er kostet ja normalerweise super wenig, so 20 Cent oder so, wenn man sich ein gutes Stück Ingwer kauft. Und dann liegt immer dieses traurige, einsame Stück Ingwer in der Küche, weil man nie das ganze Stück Ingwer braucht, das man sich mitnimmt. Weil man kann das ja nicht im Geschäft zuschneiden oder so. Dann hat man immer so ein bisschen Ingwerknolle übrig. Und das liegt ja dann immer traurig und alleine mindestens für so ein halbes Jahr. Und das wird dann doch schon immer arg hart. Tomato. Tomato, wow. Wenn das so weitergeht, habe ich hier Orange Juice. Tomato, wow. Boom Juice. Ja, okay, ich glaube, ich kann es mir abschminken, dass wir in dem Run das schaffen, weil... Ja, wow, jetzt habe ich den Pyramid Key. Ich habe wahrscheinlich schon viel zu viel von meiner Schaufel verschaufelt. Und diese Hühnchen hier kann ich...
Ah nein, ich hab keinen Bock auf euch Hasen. Ihr seid mir zu stark. Ihr macht mich fertig. Ich hab keine Lust auf euch. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach nur buddeln. I want to buddle. Nein! Danke. Lasst mich bitte buddeln. Buddeln, das wäre schön. Dino Dollar. Hot Dog. Whole Chicken. Run. Run, run. Weil die Mitte bisher, da war nie ein Pyramid Key in der Mitte. Letztes Mal habe ich es zum ersten Mal sogar in der Mitte gemacht, weil ich das am auffälligsten fand. Ja, das ist zufällig, das stimmt natürlich. Dann wäre es vielleicht klug, auch mal in die Mitte zu gehen. Könnt ihr mir jetzt bitte... Ich habe keinen Bock auf diese Dinger. Wow, ich komme hier nirgendwo durch. Wow. Ich bin echt gerade am Verzweifeln. Danke, dass ich wenigstens direkt abhauen konnte. Ich habe das Gefühl, das ist aber nicht so zufällig. Ich habe das Gefühl, das ist nie auf diesen Plattformen, auf denen ich gerade stehe. So, es kann ja jetzt nur noch an einer Stelle sein. So, und gegen das fight ich jetzt. Mock. Skill, Power Hits. Ricochet. Und dann attacken wir mal mit hier. Was? Ja, natürlich. Mein Stärkste direkt. Oh, Mann. Ricochet. Homemade Jam. Guck mal, Kälte Tech Fail. Okay, gut. Naja, ist nicht so gut, aber besser als, dass er jetzt noch mal einen umbringt. Mit ihm guard ich mal, weil... weil er jetzt so stark ist und der Kell ist noch, ihr seht es ja auch am Leben, der Kell ist noch einer der wenigen Leute, die echt bei einem Hit auf jeden Fall um K.O. gehen. So, komm schon. Komm, bitte. Stirb. Hero. Macht kein Damage. Ich so, Hero, du bist meine letzte Chance. Und dann, ne. Gar nichts. Oh, guckt, habt ihr das gesehen? 7500 und dann super gruselig. Comeback. Ich muss mir mal die ganzen Skills nochmal angucken, die ich jetzt neu dazu gekriegt habe. Oh, ich bin am Verzweifeln. Dino Pasta. Breadfruit Juice. Does not taste like bread. Okay. Ich habe auch schon mal Breadfruit Juice gegessen. Getrunken. Gegessen nicht. Ja, das war ja klar. Das musste ja jetzt auch das sein. Mit dem ich. Nee, Hase. Wow, jetzt sind wir. Ah, aber guck mal. Das bei dem oberen Platz, also. Snow Cone Ticket. Habe ich noch genug? Oh, wie ärgerlich ist das denn? So, hallo. Da bin ich wieder. Es geht da im Chat ab, ey. Macht ihr Party? Crazy.
Oh, wir haben es jetzt gerichtet, wobei mir dann auch im Nachhinein... It's cool, man, it's cool, man, it's cool, man, it's cool, man. So. Was habe ich? Wie viele Dino-Dollars habe ich? Welcome to Dino Shop. 2, wow. Dankeschön. Hallo, nochmal. Ich bin total entsetzt, dass ich das jetzt schon wieder nicht geschafft habe. Ah, meine Energie schwindet. Versteckt den Alkohol. Frechheit, hier Alkohol konsumieren, während ich nicht da bin. Ah, es hängt alles nochmal von neu an. Der Todeskreislauf. Alrighty, alright. Ah! Nicht du, Snake. Pyramid Key. Ich habe das Gefühl, der Pyramid Key ist hier öfters. Aber den benutze ich jetzt nicht, weil jetzt sammle ich erstmal wieder genug für ein Silberding. Für ein Silber. Spoon. Na dann muss Spice. Das da. So. Ja, 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 Dino. Am Anfang mochte ich dich, jetzt mittlerweile bist du mir nicht mehr so sympathisch. Ich will nicht sagen, dass ich ihn hasse. Er hat immer noch eine Sonnenbrille auf und ist ein Dino, aber das ist schon hier eine rude Sache. Ah. Ist der Potato Spoon aus Potato gemacht? Denkt ihr, der ist so geschnitzt? Oder wie so Chips aus so Kartoffelpulver zusammengestampft? Wie so Pringles. Ich finde es eine lustige Vorstellung, dass es einfach so Pringles ist und so. Ah! Ich ein bisschen laut geschrien. Ich wollte nicht gegen den kämpfen. Ja, voll viele Dino-Dollars gekriegt. Oh. So. Wie viel habe ich denn jetzt? Noch einmal muss ich hoch, dann habe ich es geschafft. Ach, 9 Stück. Och, Mann. Ich habe echt nicht viel Glück. Frechheit. Ja, ich erinnere mich an die doofen Regeln. Ich erinnere mich wirklich an die Regeln. So oft, wie ich das jetzt schon gemacht habe. Danke für den Potato Spoon. Potato Spoon. Denkt ihr, wenn man noch einen Spoon dabei hat, kann man den auch benutzen? Hat er nichts von gesagt, oder? Dann wäre es ja meine Schuld gewesen, dass wir jetzt immer so gehungert hätten, weil dann hätte ich mir auch einfach 2 Spoons mal kaufen können. Rein theoretisch kann ich es ja jetzt ausprobieren. Kann ja jetzt einfach 2 Spoons kaufen. Ich hoffe, der Ton ist immer noch angenehm und ich sitze nicht zu weit vom Mikro weg. Ah, die Müdigkeit, sie kommt. Ich habe Dino-Dollars gekriegt, das reicht. Ja, natürlich will ich einen Silver Spoon kaufen. Den kann ich mir noch nicht kaufen, ne? Das ist zu... Ja. Ich will halt... Wenn ich jetzt halt... Ach komm, probieren wir es einfach. Vielleicht. Zick, zick, Joyce. Zick, 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 zick. Hä, warum ich auf einmal so viel Geld? Habe ich irgendwo Geld gekriegt? Wahrscheinlich von den ganzen Monstern, die ich die ganze Zeit besiege. Da habe ich bestimmt Geld von gekriegt. Von den Hasen. Den Höllenhasen. Silberspoon natürlich. Dino-Tastic Adventure. Yay. Eins kommen wir weiter. Und jetzt kommt ein... Ich finde, diese Map ist sehr hübsch, aber ich habe... Ach, ich habe noch nie geguckt, ob ich hier bei den Orangen irgendwas drücken kann. Ach ne, ich krieg keine... Es ist halt so Glücksschmack, eigentlich Glücksspiel, aber nicht, was das... Ah, nicht schon wieder! Geh weg, du Koriander! Ich hasse dich! Ach, Mist. Aber bei.
Ja, alleine der Koriander ist eigentlich am leichtesten noch zu besiegen. Weil der ziemlich schwache Verteidigung hat. Macht zwar... Oh, 337 Damage. Krass. Da habe ich dem ja richtig viel was reingehauen. Eigentlich sieht er total süß aus. Wow. Man merkt, dass ich mittlerweile schon fast ein bisschen überlevelt bin. Aber nicht für die Hasen. Die Hasen sind einfach nur kleine. Wisst ihr, die Hasen, wenn ich die sehe, dann überlege ich mir das mit dem Veganer-Sein nochmal. Dann kriege ich gerade doch nochmal Lust auf so einen Hasen, auf so eine saftige Hasenkeule kriege ich dann Lust, wenn ich diese Hasen sehe. Dino-Pasta. Ja, ich kämpfe gegen Gemüse im Moment. Es gibt Sellerie und Koriander und Ingwer. Nee, doch, doch, Sellerie, Koriander. Ah, nein, Ingwer. Oh, der Ingwer ist hart. Der haut rein und hat viel Verteidigung. Der Ingwer liegt da so ein bisschen auch so ein bisschen so, als ob man so eine Hälfte von ihm abgeschnitten hat und er gerade einfach mit seinem Leben nicht mehr so richtig klarkommt und erstmal so ein bisschen am Philosophieren ist. Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Warum bestehe ich nur noch aus Armen? Aber wir kämpfen nicht nur gegen Gemüse. Gleich, wenn ich noch eine Ebene höher komme, was ich eigentlich kommen müsste, dann kämpfen wir noch gegen meine absoluten Hassfeinde. Und das ist kein Gemüse. So, Skills. Mal gucken, wir haben ganz viele neue Skills gekriegt und ich habe mir noch nichts davon angeguckt. Reduce all foes attack and make them happy. Ah ja. Könnte praktisch sein an manchen Stellen. Rebound. Come back. Makes Cal happy. Set was move Cal against Flex. Nee. Can't catch them. Attracts attention. Reduce all foes. Hit rate for the turn. Oh. Megaphone. Make all friends angry. Cal. Ich bin langsam ein bisschen enttäuscht von dir. Hast du nicht mehr so gute Sachen? Painful truth. Deals damage to foe. Mario and the foe become sad. Geil. Reduce all of foe stats. Oh mein Gott, der ist ja mal mega crazy. Happy, sad or angry ist auch ganz gut. Ich behalte mal das hier. Hero habe ich, glaube ich, schon geguckt, ja. Ich wäre bei sowas immer sofort dabei. Erstmal Level zu grinden wie bei Pokémon. Ja, aber grinden ist halt total langweilig auch im Stream. Das würde ich dann vielleicht eher danach machen. Ich bin gerade echt. Ich habe so viel Pech. Ich habe so viel Pech. Ich glaube. Kann man überhaupt mehr Pech haben als ich? Wow. Wow. Mein Gott. Das hier sind einfach nur. Kleine Schlinge. Hotdog. Fischtaco. Ja, das schaffe ich jetzt sowieso nicht mehr. Ich habe schon zu viel ausbuddeln müssen. Cheeseburger. Ich gehe aber erstmal an die Sachen, wo ich leichter dran komme. Aber irgendwie auf den Plattformen sind die Keys nie. Ich will nicht gegen die kämpfen. Das sind nämlich Kaninchen. Und das sind üble, kleine Löffelfratzen. Komm schon. Wow. Noch nicht mal mit einem Silver Spoon komme ich da durch. Ihr habt es gerade nicht gesehen, aber ich habe meinen Kopf gerade gegen das Mikrofon gehalten. Warum spiele ich immer nur Spiele, wo ich so viel grinden muss? Oh! Bei Spiritfarer ist es schon genau das gleiche gewesen. Da habe ich offline, da habe ich die ganze Map jetzt ausgekundschaftet. Muss jetzt immer noch so viele Sachen machen, ne?
komme hier nicht voran. Mein Gott. Ich guck mal. Ja, das weiß ich schon, dass der Sand hier Brown Sugar ist. Vielleicht gibt sie mir einen Tipp, wo ich lang muss, und ich muss nachher gar nicht da lang. Ja, ich weiß, dass ich mehr smilen muss, Mary. Du bist tot. Geh mir nicht auf den Keks. Do you think Basil stumbled upon here somehow? I'm sure he would have said hello if he saw me. I would have fed him so many caramel apples, even if he doesn't like sweet. Do you think Basil stumbled? Wow. Okay, sie... Mary hilft mir zwar mit ihren Süßigkeiten so arg weiter, aber ihre Option, mir vom Text her zu helfen, wo ich hin muss, die sind echt nicht so großartig. Da hat sie mir bisher... Welcome to Dino Shop. Okay. Ja, nee, nee. Ich habe keine... Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Ich habe aber noch einen Dingslöffel. Ein Plastiklöffel. Da können wir wenigstens kriegen wir... Sprich mich nicht mit mir. Ich will nicht mit mir sprechen. Plastikspoon, ja. So. Dino-Dollar. Dino-Dollar. Das ist gut. Ich will kein Food. Ich habe schon so viel Food. Food tut mir nicht gut. Dino-Dollar. Donut. Pirate Key. Ja, den ersten haben wir. Den ersten Gegner auch wieder. Hack away. Mock. Skill Power Hit. Skill Ricochet. Checken. Oh, grindy, grindy, grindy Card. Ich weiß, dass ich im Pokémon immer mein erstes Pokémon... Also ich habe immer gewollt, dass ich vor dem ersten Arena jedes Pokémon auf Level 10 habe. Und das ist so unglaublich unnötig, weil danach benutzt man halt gefühlt sowieso 95% der Pokémon, die man am Anfang hatte, nicht mehr. Aber als Kind wollte ich das halt immer, musste ich das so haben. Und wenn das nicht alle... Ja, aber dann danach, nach dem ersten Arena-Leiter hast du sowieso viel coolere Pokémon gefunden und hast deine alten nie wieder benutzt. Ich bin von Deutschland. Von Deutschland her. Hat man es an meinem Akzent erkannt oder habe ich irgendwas Komisches gesagt? So. Mein Gott. Viel zu viel Experience. Nachos. Alles, was wir schon tausendmal gesehen haben, Leute. Nichts Neues. Donut, ich will Dino-Dollars. Gib mir Dino-Dollars. Ich hätte gerne Vorspultaste. Damit ich das nicht noch tausendmal hören muss. Aber anscheinend muss ich das. Wie viel habe ich? 6 Stück, das heißt, ich brauche noch 4. Hoffen wir einfach, wir finden direkt 4 Stück. Dieser eine Punkt da oben. Nicht Bayern, nee. Tatsächlich ganz falsche, also wobei nicht ganz falsche Ecke. Also Süd, etwas mehr südlich, Saarland tatsächlich. Ja. Aber ich liebe Bayern. Aber bei meinem Akzent, bei meinem Dialekt ist es generell schwierig. Weil, in Mannheim denken sie auch, dass ich irgendwie Mannheimerisch bin. Und in Saarbrücken sagen manche Leute, ich bin nicht so wirklich Saarbrücker. Weil ich irgendwie, ich habe so einen selbst erstellten Dialekt ein bisschen. Aber platt fange ich gar nicht erst an zu reden, weil das wird hier... Dann lachen sich alle Leute nur noch schlapp. Das kenne ich nämlich. Du bist...
bist doch aus Österreich, oder? Oder aus Bayern? Bist du aus Bayern? Ich bin in sowas nämlich echt schlecht. Ich kann sowas gar nicht erkennen. Für mich ist alles gleich. Oh, ein Dino-Dollar fehlt mir einer. Bitte. Das ist genauso wie der Typ da unten, dem auch immer einer fehlt. Ja, 100. Nimm mein Geld! Hallo, Heidi. So, nimm jetzt mein Geld, gib mir einen Dino-Dollar, rede nicht mit mir. Oh. Kennt ihr das, wenn es eigentlich total süße Charaktere sind? Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Möglichkeit hätte, dem irgendwie eine Schaufel über den Kopf zu hauen, würde ich es machen. Ich würde nicht mal eine Sekunde hesitaten. Einfach weil es mir mittlerweile so auf den Keks geht, das immer wieder zu machen. Wie lange mache ich das jetzt hier schon? 2 Stunden? Nachher bin ich wahrscheinlich auch nicht mal auf dem richtigen Weg, ey. Ah, Österreich. Dann war ich doch etwas richtiger. Wobei, ich habe ja noch eine zweite Wahl gegeben. Ah, Sick Choice, ja. Die haben schon hier ihren Rachen. Das ist total das gute System. Die schmeißen einfach Monster rein, die sie selbst nicht besiegen können. Dann kommen Leute, die einfach so ganz, ganz billige Schätze kriegen. Und sie wiederum gewinnen einfach Geld dadurch, dass diese Leute immer und immer wieder kommen. Und für sie, die diese Monster kaputt machen, die halt super viel Geld geben, die sie aber selbst nicht besiegen können. So ein bisschen wie eine selbstfinanzierte Arena. Ich will halt nicht zu dem Sellerie. Bitte, dieses Mal schneller. Ich hasse Zufall. Ich hasse Zufall. Oh, ja! Oh, das war viel schneller. Das war viel schneller. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh. So, jetzt hier gibt's gar... Eigentlich müsste ich es jetzt schon schaffen. Selbst wenn ich jetzt das nicht mehr finden würde. Das sind ja... Wow, direkt. Ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal zurückgehen kann, aber ist mir egal. Wenn es doch nur von Anfang an so gelaufen wäre, dann hätte ich jetzt viel weniger Probleme gehabt. Nur eine Whole Pizza? Hä, wie kann das denn sein? Snow... Okay. Es war sau unnötig, dass ich das gemacht habe, weil anscheinend komme ich hier nicht weiter. Aber das Snow-Dings hatte ich ja schon, das Ticket. Das habe ich ja schon mal gekriegt. Mmh, wie ätzend. Wow. Ja, wir sind ja wenigstens noch relativ... Och, 2 Stück direkt wieder. Hero, ey. Heroes Attack interessiert mich nicht. Boah, 209 Damage, krass. Hack away. Power Hit. Können wir vielleicht mal angreifen und Guard. Ja, Winx, das finde ich jetzt nicht so nett, aber gut. Kein Damage haben sie gemacht. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo es weitergeht. Ja, gönn dir Mega XP, ja. Aber eigentlich finde ich solche Stellen nicht gut. Ich finde, das zerstört so ein bisschen das Spiel. Wenn ich jetzt die ganzen Gegner danach so leicht kaputt hauen kann. Ich mag das nicht so. Und Kell ist ja immer noch total schwach, weil er immer stirbt.
Während der Kämpfe. Boah. 172. Komm schon, Hase. Stirb. Niemand will dich sehen. Ich mach Hähnchenkeule aus dir. Ja, der erste Hase ist kaputt. Mit den Hühnern, das verstehe ich auch noch nicht, wie ich die erledigen kann. Ich verstehe generell nichts mehr. Ich war jetzt am oben und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Was kann ich denn übersehen haben? Vielleicht muss ich wirklich nochmal zurück und bei den Snowcone Man. Ich gehe jetzt einfach zum Snowcone Man. Mehr Hinweise habe ich vom Spiel bisher noch nicht gekriegt. Ricochet. Und dann nochmal Attack. Boah, 213. Easy. Nee, der macht auch lieber mal Guard. Vor ich hier. Okay, Guards. Oh, Guards. Sehr gut. Wow, jetzt macht er nur einen Wink. Ja, Hühner erledigen Hackeball. Das fände ich schön, wenn das einfach, wenn das so gehen würde. Aber irgendwie fliehen die mir immer. Es ist wie so ein bisschen wie so ein Abra. Das wäre schön, wenn ich einfach ein Hackebein nehmen könnte. Ich laufe ja hier auch schon mit dem Messer rum, ne? Der Omori hat ja immer sein Steakmesser dabei. Sollte eigentlich auch gehen, wenn es ein gutes Messer ist. Ich will nochmal in die reale Welt. Ich will Trash finden und... Ach, das war aber auch riskant, ey. Der Omori hat gar keinen Juice mehr, wenn... Der Hase jetzt angegriffen hätte, wäre ich jetzt, hätte ich jetzt tot sein können. Das heißt, mit Omori muss ich jetzt auf jeden Fall garen. Omori Guards. Hoffen wir mal, der macht nicht. Ach! Der kann auch nichts tun, das wusste ich gar nicht. Experience. Wie viele Level habe ich hier jetzt schon gemacht? 8 Stück? Das kann durchaus sein, dass es schon 8 sind. Was ist mit diesem Spiel los? Warum macht man so etwas? Vor allem, ich verliere ja noch nicht mal was. Ich könnte ja ewig leveln, dadurch, dass ich hier auch immer wieder Items finde, mit denen ich mich heilen kann. Ich habe Angst, dass ich gleich nochmal gegen Hase antreten muss, deswegen heile ich mich so krass. Nicht, dass ihr euch jetzt fragt, warum. So. You got the Dino Dollar. Brauche ich jetzt gar nicht mehr, die Dinger. Watermelon Juice. Ach. Ah, einer. Haha. Du wirst jetzt erstmal ordentlich gestabbt. Ich hasse dich. Du Hase, du. Ach, cool. Der ist nur rumgehoppelt und ich greife den voll an. Irgendwas stimmt mit Hase nicht. So. Wie mache ich das denn? Ich kann doch. Mach einfach Hack, weil ich versuche den Kampf so schnell wie möglich zu Ende zu bringen. Gleich gibt's leckere leckere Kaninchenkeule. Ist ein Kaninchen oder ein Hase? Ich weiß nicht so recht den Unterschied. Ich glaube, Kaninchen sind größer, oder? War das nicht so? Oder war es dann am Ende doch kein Unterschied? Und ich habe da nur gerade falsche Informationen in meinem Kopf. Keine Ahnung.
Das war aber mal ein netter Hase. Der hat mich ja, hat mich doch kein einziges Mal angegriffen, oder? Trotzdem habe ich ihn umgebracht. Oh Gott, Hotdog. Ich will nur hier noch meinen Spoon aufbrauchen. Oh Mann, natürlich muss... Oh, der ist angry. Dann mal lieber hier. Dann Power. Dann Garden hier. Garden. Und Dazzle. Rabbit can't be happier. Och Mann. Mach doch nicht meine Attacke so weit runter. Ah! Hallo, die Rehmama. So. Dann nochmal Power Hit. Ricochet. Guck. Hoffen wir mal, wir überleben es mit allen. Das war knapp. Aber mittlerweile überlebt Orphel schon 2 Attacken von den Bunnies. Ich bin sehr stolz auf sie. Sie ist groß geworden. Sehr groß. Gutes Mädchen. Ah, mit dem kann ich... Guck, muss ich noch irgendwie mal näher kommen. Können wir jetzt auch mal mit ihm attacken. Nee, du hast dich noch nicht gezeigt. Ich habe dich jetzt erst entdeckt im Chat. Aber kein Problem. Solange ich dich noch grüßen konnte, ist ja alles in Ordnung. Direkt natürlich 2 Stück. Ach, ich kann... Bin ich vielleicht dumm? Ach doch, der kann noch angreifen. Ja, ich bin voll verärgert. Ich kill hier die Bunnies in Massen. Geben gut Experience. Ah, aber... Garde mal lieber. Power Hit. Skill Ricochet kann ich nicht mit dem machen. Und dann gucke ich mit ihm. Und dann gucken wir mal. Ich hab doch gegardet. Nein. Ich hab gegardet. Was soll ich denn noch machen? Nein. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ich muss das nicht nochmal machen, weil ich da sowieso nichts oben gefunden habe. Oh, ich kann. Oh, puh, ich kann nur den Kampf nochmal machen. Sehr schön. Ich hab schon gedacht. Ah, du guckst schon eine Stunde. Aber okay. Cool. Dankeschön, dass ihr dabei seid. Das freut mich sehr. Wie ich hier gerade am Verzweifeln bin, dass ihr dann zuguckt. Oh. Gerade eben hat sie noch 2 aus. Gerade eben hat sie noch 2 ausgehalten. Wie kann es sein, dass sie jetzt nur noch 1 aushält? Ja, weil ich natürlich. Oh, ja, weil ich mit Hero nicht sein Dazzle gemacht habe und deswegen noch die noch so viel Angriff haben. Ich bin auch geil. So. Ärgerlich. Wow, krass. Ich glaube, ich gehe in diesem Ding jetzt einfach mal auf eine... auf eine Superattacke. So, Skill Mock. Okay, Power Hit. Okay.
Rebound. Dann Hook. Okay. Ach, nur zwei Attacken. Gedownt. Der erste ist... Die sind so zuversichtlich, deswegen hüpfen die einfach nur so rum, wenn sie genau wissen, dass wenn ich eine falsche Sache mache, dass sie mein ganzes Team töten. Deswegen sind die so zuversichtlich. Ich hasse diese Rasen. Das sind Ausgeburten der Hölle. Das kann mir niemand erzählen, dass das keine kleinen Biester sind. Eingestappt. Ich hoffe, sie verlieren. Ich hoffe, ich gewinne. Komm schon, der erste Hase ist gleich put. Oder? Immer noch nicht. Ah! Ich setze noch nicht meine Superattacken ein. Ah! Jetzt könnte ich rein theoretisch einsetzen, aber ob es jetzt noch was bringt. Okay, aber es sieht nicht schlecht aus. Na komm, jetzt setzen wir Superattacken ein. Was soll denn der Geiz? Seine Attacke verhauen. Erstmal einen Keks crunchen. Ich finde, es ist immer lustig, sich vorzustellen, dass die Leute dann wirklich einfach so in dem Kampf dastehen und Kekse essen und so ein Kram. Jeder Gegner würde sich halt richtig weglachen in so einer Situation. Also der Hase würde wahrscheinlich auch laut lachen, weil jeder weiß, dass ein sadistischer Hasen, die haben mein Heimatplaneten zerstört diese Dinger. Deswegen mag ich keine Hasen. Außer als Braten. Auch wenn ich Veganer bin. Hasen sind einfach eine Ausnahme. Ich brauche noch ein bisschen Energie. Deswegen trinke ich was von diesem ekligen Energy-Trink. Oh. Halleluja, wir haben es geschafft. Sagte sie und starb. Yay! Schwarz-Weiß-Hase wurde erledigt. Level 34 mit den meisten. Mit Kerl bin ich Level 32. Und euch will ich jetzt auch gar nicht töten. Nein! Ich habe jetzt keine Lust. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit euch auch noch zu kämpfen. Nein, Ingwer und Sellerie, geh weg. Ich will nur noch hier meinen Löffel aufbrauchen. Haha. Damit hast du nicht gerechnet, du kleiner Ingwer. Das hier. Oh nein. Yay, der Spoon ist kaputt gegangen. Ich habe mich auch nie so gefreut, dass ein Spoon kaputt gegangen ist. Wir sind endlich aus der Pyramide, kommen wir jetzt raus. Ja, ich habe mein dinotastisches Adventure jetzt endlich geschafft. Danke für nichts. Sohn eines Dinos. So. Aber hier ist nichts. Nee. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich das letztens einfach so übersehen hätte.